So, meine Lieben, da bin ich zurück zu Let's Play Gothic. Wir haben hier die freie Mine infiltriert und schon ziemlich gut von den Jungs aus dem alten Lager befreit. Wir haben den Ork-Sklaven gefunden, der ist fast tot und braucht unbedingt Ork-Medizin. Hier ist auf jeden Fall ein Trank. Ich weiß gar nicht, ob das der Trank ist. Das wäre natürlich witzig, ne? Trank der schnellen Heilung. Wäre witzig, wenn das jetzt genau der Trank wäre. Auf jeden Fall brauchen wir auf jeden Fall Medizin für den Jungen hier. Wenn das der Trank war, war ist ja... Achso. Ich kann die Medizin nicht finden. Fremder suchen weiter. Medizin hier unten sein. Tarok fliehen vor Gahluk. Tarok sich bei Flucht verstecken. Fremder aufsuchen in Nischen. Naja. Müssen wir mal suchen, wa? Gucken, ob und was wir hier haben. Also die Gardisten und Schatten sollten ja nicht das Problem sein. Also die Schatten hauen sowieso sofort ab. Altes Schwert. Sobald ich ankomme, weil sie halt quasi in One Piece wäre es das Haki. Mein Haki einfach spüren, meine Aura, meine unfassbar überdimensionierte, overpowerte Aura. Und deswegen hauen sie einfach sofort ab. Und die Gardisten wollen zwar kämpfen. Oh, Level Up. Das ist schön. Aber die Gardisten können halt auch nicht wirklich kämpfen. Deswegen sind die Jungs auch kein Problem für uns. So. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal weiter lang und hoffen, dass wir was finden. Hey, du war tot, danke. Noch ein Trank. Ist das vielleicht unser Trank? Warum gibt es hier mehrere Trank der schnellen Heilung? Wie doof ist das denn? Naja gut, ist wahrscheinlich irgendwie so eine Art falsche Fährte oder so. So von wegen, oh, jetzt habe ich den Trank. Und da war es ja doch nicht. Hier ist nichts. Aber bei den ganzen Crawlern, die wir schon gekillt haben, müsste es schon fast reichen für die Rüstung, die uns... Ein paar Sklavenbrote. Oh, da ist noch ein Trank. Ork-Medizin. Na, guck mal. Gar nicht so lang her. Gar nicht so weit weg. Was haben wir hier noch? Göttergabe. Konnte nicht mehr erkennen, was die Göttergabe ist. Aber sie ist irgendwas. Gut, okay. Die Ork-Medizin hätten wir auch. Ich frage mich, wie viele Gardisten wir noch töten müssen. Ob wir überhaupt noch welche töten müssen. Ja, ich habe die Medizin gefunden. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Hier, ich habe deine Medizin gefunden. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dwachkar und Ork-Antak. Fremder bringen dann Tarok machen Ulumulu. Okay. Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge. Sein Zunge von Feuerechse. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimat leben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle. Nicht mögen Licht. Seien sehr gefährlich. Fremder aufpassen. Dwachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Wo finde ich Sumpfhaie? Viele Sumpfhaie bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. Was ist ein Ort am Tag? Hauer von großes Troll. Machen großes Löcher in Beute. Wo finde ich einen Troll?
Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Ja, ich denke auch, dass sie wiederkommen werden. Gucken, kann ich hier durchlaufen? Weil dann, tatsächlich gar nicht. Nicht runterfallen, bitte. Was ist das? Astronomie. Warum auch immer hier ein Astronomiebuch liegt. Ich glaube, runterfallen wäre hier keine Option, oder? Das hat ja mal gar nichts gebracht. Na, treffe ich euch noch? Aber jedes Mal, wo ich sie treffe, ist auf jeden Fall ein kleiner Gewinn für mich, weil dann haben sie weniger Schaden. Umso einfacher ist es für mich, sie ganz zu killen, wenn nicht sogar sie sterben. Das ist ja, glaube ich, auch falsches Deutsch. Ah, wo bist du denn, mein kleiner Schatz? Wo bist du denn? Da bist du. So. Das sollte die letzte gewesen sein. Zack. Ob es hier auch eine Königin gibt? Die wir vielleicht gleich treffen. Das ist ja ein bisschen witzig. Das ist hier super dunkel. Ich glaube, eine Fackel kann ich gar nicht benutzen, während ich hier hochspringen möchte. Würde, glaube ich, immer die Fackel stehen lassen. Oh nein, fall bitte nicht. Oh, Schein gehabt. Ah, okay. Hier war das. Gut, dann gehen wir weiter. Gucken, was wir sonst noch finden. Ich glaube, wir gehen gleich wieder zum Ausgang. Beziehungsweise Eingang. Da geht's nicht weiter, dann geht's da definitiv weiter. Ja, guck mal. Ja, das sieht hier sehr nach Eingang aus. Huch, hallo Gorn. Schön, dass du da bist. Hallo. Suchst du wieder Streit? Und schon wieder bei mir? Ja, sicher. Okay. Auf in den Kampf. Können auf jeden Fall noch nicht die Quest abgeben. Sprich, hier laufen irgendwo noch ein paar rum. Aber wo? Wir müssen noch mal alles absuchen. Also Ork haben wir durch. Wir müssen jetzt nur noch mal eben schnell die restlichen kleinen Fische hier killen. Die es noch in der Mine gibt. Werden wahrscheinlich nicht mehr so viele sein, da wir schon viel gekillt haben und auch Gorn sich ganz schön ausgelassen hat mit den Jungs. Daher gehen wir nochmal durch und schauen nochmal, ob wir irgendwo was finden. Na, also hier war alles safe. Hier unten haben wir noch ein bisschen. Zumindest zwei Minecrawler. Die Frage ist, hier wird sicherlich nichts in Form von Gardisten oder so sein. Nichtsdestotrotz können die Jungs ruhig sterben, die beiden.
Windbrecher, okay. Cool, was ich hier gefunden habe. Was ist denn der Windbrecher? Muss ja eine Waffe sein. Die Frage ist nur, ist das ein Bogen oder ist das ein Schwert? Ich habe fast die Befürchtung, dass es eine... dass es ein Bogen ist. Und dann müssen wir eine halbe Stunde runterscrollen. Bei den ganzen Waffen, die wir inzwischen haben. Wir haben ja Zeit. Zeit haben wir ganz viel. Lalalala. Da, Windbrecher. Oder haben wir sogar schon mehrere von? 30, 60. Na gut. 60, 30 würde ich sagen. So, hier haben wir noch ein Superheilkraut. Zwei sogar. Perfekt. Ja, ein, zwei Bier. Wahrscheinlich die geheimen Vorräte der Schürfer. Gut, hier waren wir durch. Hier waren wir auch durch. Wir haben da oben ja den einen gekillt. Ansonsten haben wir auch alle gekillt. Es gab hier auch sonst nichts. Oh, Gorn. Jetzt verfolgst du mich wieder. Na gut. Sind wir gerade durch den Boden gefallen? Lego mio. Wir sind nicht gestorben. So, wir sind ja hier unten lang gegangen damals. Ah, guck mal, da oben ist auf jeden Fall noch ein Buddler. Ich würde jetzt mal hier hochgehen. Gorn hat hier eigentlich schon alles abgesahnt, würde ich behaupten. Außer er hat sie nicht gekillt. Sondern nur ohnmächtig geschlagen. Da sind sie wahrscheinlich wieder und so, hallo? Hier ist nix, dann können wir hier wieder gehen. Das ist ein Richtschwert. Von hier aus werde ich wahrscheinlich nicht den Buddler kriegen. Aber ich habe so das Gefühl, es ist auch der letzte tatsächlich. Nur noch ein Buddler, der fröhlich vor sich hin hackt, ohne dass irgendein Aufpasser noch da ist. Und ihn bewachen könnte. So. Unten scheint auch niemand zu sein. So. Dann wirklich nur noch hier einmal hoch. Sobald er mich sieht, mein Kopf hochsteigen, sie kriegt er wahrscheinlich Panik. Und zack! Oh. Umgeboxt. Oh, da ist noch einer. Kann ihn leider nicht umbringen. Nicht mit meiner Iron Fist. Ich kann ihn nur ohnmächtig schlagen mit meiner Iron Fist. So, dann ist hier noch einer. Das war jetzt aber wirklich der letzte. Also, das war jetzt wirklich der letzte. Jetzt ist hier niemand mehr, lieber Gorn. Wir können jetzt gehen. Wir haben fertig. Huch, ich bin hingefallen. Gerne nochmal hier lang gehen, aber hier wird auch nichts mehr sein. Definitiv nicht. Mal hier ist dann nämlich nur noch der Ork. Und der Ork, der sitzt da und tut nichts. Ich höre auch kein Klopfen mehr. Wir sind durch, liebe Leute. Definitiv.
Also dann, oh, ein Krug. Also dann zurück, auf das wir Gorn vorne am Eingang treffen. Oder irgendwo. Gucken, ob er was zu sagen hat. Ansonsten gehen wir mal raus aus der Mine und gucken, ob er dann was zu sagen hat. Fest davon überzeugt, dass ich da eben gerade durch den Dings gefallen bin. Durch die Mauer. Beziehungsweise durch den Balken. Ich glaube, Gorn resettet sich immer wieder am Eingang, kann das sein? Hallo. Suchst du wieder Streit? Ja, halt die Klappe. Auf in den Kampf! Gut, ich würde sagen, dann mal los. Gehen wir mal raus, vorher speichern wir. Nicht, dass uns das Spiel abstürzt, das wäre fatal. Oh Mann. Das war ein wirklich beinharter Kampf. Hätte nicht gedacht, dass Gomez-Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hochschickt. Solange werde ich es mir hier gemütlich machen. Na gut, mach's dir mal gemütlich. Bis später. Damit haben wir wohl den Teil geschafft. Ich würde sagen, es ist dunkel. Ich mag's nicht, wenn es dunkel ist. Wir schlafen mal fix hier in einem der Hütten. Hier ist so ein Kackstrohbett. Das ist bestimmt super bequem für einen Ultrakrieger wie mich. Und interessante Musikwechsel. Interessanter Musikwechsel. Ich frage mich, wo dieser geheime Ziegenpfad ist. Vielleicht ist es ja der hier. Spring mal! Nee, von hier nicht. Von hier auch nicht. Nein, rutsch nicht runter. Müssen wir doch nochmal da hoch. Alter, kannst du mal die Leiter anvisieren? Danke. Von da auch nicht. Dann kannst du nur noch hier irgendwo sein. Aber hier wäre halt auch Blödsinn, weil da ist ja auch schon das Eingangsdingens. Ne. What fuck? Ja, und? Ah, endlich ist er weggesprungen. Na toll. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal... Guck mal, er zuckt noch. Der zuckt noch. Der ist noch nicht tot. Der steht gleich wieder auf. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal zu Lee gehen und gucken, was der davon hält, dass wir so getan haben. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.